Jo, servus Leute, was geht ab? Hier ist mal wieder Gigsabfett am Start. Und wie ihr seht, bin ich heute mal wieder mit der Shopper unterwegs. Heute ist der 31.10., der 31. Oktober. Ich könnte eigentlich noch mit der Gigse fahren, den letzten Tag heute. Das Wetter ist richtig Bombe. 18 Grad, Sonnenschein, gut ein bisschen windig ist es, die Gute zu kämpfen hier heute. Aber das ist ja für Herbst nichts Außergewöhnliches, dass es ein bisschen stürmischer ist. Hier sieht man es auch gut, wie die Bäume sich bewegen. Naja, auf jeden Fall habe ich mir überlegt, ich mache nochmal ein Video dieses Jahr. Ich weiß noch nicht, wenn es öffentlich kommt, also wenn ich es fertig habe mit Schneiden und so weiter. Ja, ein richtiges Thema habe ich mir auch nicht vorgenommen. Also eigentlich so, wie ich es fast immer mache. Bisschen Larifari durch die Landschaft fahren und ein bisschen Scheiße labern. Ich hoffe nur, die GoPro nimmt auf. Bis jetzt sieht es noch gut aus. Ja, mal gucken, ob sie dann abbricht oder weitermacht. Ich darf ja den Namen gar nicht sagen, da fühlt sie sich gleich wieder angesprochen und bricht wahrscheinlich das Video ab. So, was machen die hier? Der Golf da drüben ist eben schon hier eine Runde lang gefahren. Ich weiß nicht, was der vorhat. Ja, wo ich lang fahre, weiß ich auch noch nicht. Ist ja wieder überall Baustelle und Vollsperrung und bla bla bla, wie immer. In unserer Gegend hier. Ja, ich wollte euch einfach mal zeigen, dass die Shopper auch noch da ist. Die ist ja bei euch sehr beliebt, sag ich mal, beim YouTube-Publikum. Beliebter als die Gigse. Von daher will ich euch die nicht vorenthalten. Habe auch dieses Jahr nichts weiter daran verändert. Habe ich auch nicht vor. Also vielleicht spendiere ich mal einen neuen Hinterreifen. Der ist jetzt auch schon ein paar Jährchen drauf und sieht nicht mal so ganz frisch aus. Hat auch schon irgendwie eine komische Form gekriegt. Also so ein bisschen eckig gefahren. Eckig, scheckig. So, da können wir die Gute mal hier bergauf. Mache ich zwar nicht so gerne, aber tja, was will man machen? Bleibt ja nicht anders übrig, wenn man in bergigen Regionen wohnt, so wie ich. Ja, es sind natürlich noch einige unterwegs heute. An zwei Rädern. Die kommen alle noch mal raus, die man hier sieht. Moin, moin. Ist ja bei dem Wetter auch kein Wunder. Ganz ehrlich. Ich hätte es dann auch schon gejuckt, wo ich gesehen habe, was auf dem Thermometer steht. Müsste man eigentlich noch mal eine Runde fahren. Und ja, es hat geklappt. Man glaubt es kaum. Eine Märchenhöhle gibt es hier. Ist mir ganz neu, dass es hier eine Märchenhöhle gibt. So, und jetzt fahren wir Richtung Oberhof. Den einen oder anderen wird es vielleicht was sagen. Aus Richtung Krawinkel kommt. Geht es natürlich ordentlich berghoch. Ist ja so die höchste Region im Thüringer Wald, um Oberhof, Großer Bärberg und so. Da geht es schon auf 800 bis 900 Meter hoch. Mehr hat der Thüringer Wald nicht zu bieten. Ich glaube, Großer Bärberg, 982 Meter hoch, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Da fahren wir natürlich nicht hoch, da kann man nur hinlaufen. Und da habe ich heute keine Lust drauf. Da genieße ich lieber noch mal die Räder unterm Arsch. Ja, wenn der Winter so bleibt, beziehungsweise der Herbst, habe ich auch nichts dagegen. Ich sage, ich brauche keinen Winter. Ich bin kein Schneefan oder Kältefan. Mich kotzt schon an, wenn ich frühs kratzen muss am Auto, und habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ist jetzt auch schon öfter vorgekommen, frühs. Nee, da gibt es Schöneres. Kälte ist mein Feind. Ja, ich werde mich über den Winter mal ein bisschen kreativ betun und vielleicht das ein oder andere Thema für das nächste Jahr suchen, was ich so ein Video machen könnte. Ein bisschen Brainstorming betreiben und dann alles aufschreiben und so weiter, dass ich das nicht wieder vergesse. So, jetzt haben wir einen Zweiradkollegen hinter uns, wahrscheinlich mit ein bisschen mehr Kubik, weil er hat keine Probleme hier hochzufahren. Ich
Ich glaube, den halte ich jetzt so ein bisschen auf der schönen Strecke hier, aber was soll ich machen? Ich gebe immer Vollgas, mehr kommt halt nicht. Und so viel Bodenfreiheit habe ich auch nicht, beziehungsweise Seitenfreiheit, dass ich hier richtig reinhämmern kann in die Kurven. Da fängt es nämlich an zu schleifen. Ich würde ihn ja auch vorbeilassen, aber ich weiß nicht, ob er sich traut. Ist eigentlich auch selten, dass man hier mal ein Motorrad sieht. Das ist so eine Undercover-Strecke, sag ich mal. Die ist nicht jedem geläufig, nicht jedem bekannt. So, jetzt müsste man mal vorbei. So langsam. Immer noch nicht. Und dann hat er es wirklich nicht eilig heute. Ah, da ist er. Ich habe jetzt gar nicht aufs Kennzeichen geachtet. Ich wollte erst mal gucken, was das für ein Bike ist, aber ich habe es mal wieder nicht erkannt. Ich hoffe mal, ich nehme noch auf. Ja, sieht ganz gut aus. Es blinkt noch rot, das ist immer ein gutes Zeichen bei der Kamera, deren Name ich nicht nennen möchte, weil sie sich sonst wieder deaktiviert. Naja. Ja, vielleicht hilft das Video da so ein bisschen über den Winter, wenn man da nochmal so Fahreindrücke hat, wo schönes Wetter war, nochmal so eine Fahrt zugucken kann, wie schön es da sein kann. Ich denke mal so Mitte November, Dezember sieht es dann nicht mehr so gut aus mit dem Wetter. Da geht dann die graue Suppe wieder los. November ist sowieso der Monat, den ich am wenigsten mag, weil dann die nächste Saison noch am weitesten weg ist und weil dann meistens auch das Wetter am schlechtesten ist. Die Tage am kürzesten sind bis in den Dezember rein. Ja, das mag ich nicht. Ich mag Sonne und Helligkeit und Wärme. Ja, ich muss sagen, der letzte Winter, der war ja ordentlich von Schnee und Kälte her. Gefühlt von Anfang Januar bis Mitte März geschlossene Schneedecke und immer Minusgrade. Das hatten wir lange nicht, auch in der Region hier. Ja, weit weg ist er noch nicht gekommen, ihr seht's. Ich habe ihn wieder eingeholt. So, da haben wir, keine Ahnung, Mining-Kennzeichen. Müsste sich eigentlich auskennen hier, der Junge, so ein bisschen. So, jetzt fahren wir an der Wegscheide vorbei. Kann man eine Bratwurst essen, wenn man Lust drauf hat. Ja, immer gut besucht. So, und dann würde ich sagen, biegen wir hier mal ab. Ich weiß gar nicht, wo ich dann rauskomme. Oberhof kenne ich mich auch nicht so gut aus. Wie gesagt, ist nicht groß, aber trotzdem zieht mich da nicht viel hin. Ist ja auch immer relativ frisch hier oben. Auf jeden Fall immer 3 Grad kälter als im Tale. Aha, auch hier alles aufgepickt. Da sind auch gerade wieder Ferien, Herbstferien bei uns. Das heißt, es könnte ein bisschen voller sein. Den einen oder anderen wird es schon hierhin verschlagen, zum Urlaub machen, Ferien machen. Auch wenn hier, ja, nicht viel ist zum Angucken oder Erleben. Ich sage, es mehr zum Wandern und Natur erleben als alles andere. Ein Exotarium gibt es hier noch, da kann man sich so ein paar Reptilien angucken. Schlangen und Echsen. Und, ja, ist aber auch nicht so groß, das Ganze. Dann gibt es noch das Meereskunde-Aquarium in Zellamelis. Das ist relativ groß, also da hat man 2 Stunden gut zu tun, um durchzukommen, durchzulaufen. Ja, ansonsten, wie gesagt, gibt es hier nicht viel, was so für die ganze Familie was ist. Ich glaube, das Exotarium ist sogar hier drüben, auf der rechten Seite. Irgendwo war das? Ah, hier steht's. Weiß nicht, ob man sieht, weil es gerade so gegen die Sonne ist.
ja, der Kern hier hat sich schon gemacht in den letzten Jahren. Also sie haben wirklich investiert hier. Neue Wege, neue Straßen. Alles ein bisschen verschönert. Hier wird auch fleißig gebaut. Das war meines Erachtens eigentlich ein verlassenes Gebäude, was jetzt wieder schick gemacht wird. Ist ja schön, dass nicht alles vergammelt und verfällt hier. So, und da fahre ich jetzt nicht in die Innenstadt, sondern gleich wieder raus. Wir haben das jetzt alles so ein bisschen angeschnitten. Aber es gibt halt da nicht viel. Also es ist nur so ein kleines Nest. Ist man in 2 Minuten durch, wenn nicht gerade Baustelle ist und Verkehr ohne Ende. Aber ist schon interessant hier, was hier so gebaut wird. Scheint auf jeden Fall Geld da zu sein. Oder ist das hier ganz neu? Ich kann es euch gar nicht mehr sagen. Stand hier schon mal was oder haben die das ganz neu hingezimmert? Schon imposant. Riesenteil. Ja, man sieht, für Fahrradfahrer gilt wieder keine rote Ampel. Die fahren auch so einfach durch. Diese Schlingel. Ja, schöne Bauwerke hier. So, und hier oben wird angeblich auch neu gebaut. Habe ich gehört. Schon auch so eine verlassene Hotelanlage. Die soll wohl jetzt wieder neu gemacht werden oder komplett abgerissen und neu aufgebaut. Ja, von mir aus, ich sag, ist ja besser, wenn das neu gemacht wird, als wenn es ewig da steht und verfällt. Das bringt ja dann auch nichts. So, ich weiß gar nicht, was es hier gibt. Warum das hier so voll ist. Ah, ich glaube, hier ist irgend so eine Wintersportanlage. Was genau, kann ich euch nicht sagen. Eisarena, keine Ahnung. Naja, irgendwas zum Rodeln, sieht zumindest so aus. Hier ist ein Lift. Naja, gut besucht. Obwohl noch kein bisschen Schnee liegt. So, mal gucken, wenn die Kamera durchhält, fahren wir gleich noch an, na, sagt schnell, Skisprunganlage vorbei, also an der Rampe. Kann sein, dass das auf den einen oder anderen Video schon mal zu sehen war von mir. Wo genau, wüsste ich jetzt auch nicht. Ja, hier bin ich das ganze Jahr noch nicht lang gefahren. Das war eigentlich jetzt auch eine Strecke, wo ich öfter lang gecruised bin, aber dieses Jahr überhaupt noch nicht. Hat es mich irgendwie immer in die andere Richtung verschlagen. Ja, das heißt, viel war es ja dieses Jahr nicht, was ich gefahren bin. Was ist hier los? Ja, jetzt müsste eigentlich gleich auf der linken Seite die Sprungschanze kommen. Wenn ich mich nicht irre. Ja, das sieht doch gut aus da vorne. Ist schon immer imposant, sowas zu sehen. In live. Ich habe mich da persönlich nicht dran, 100 zu fahren. Muss man schon ein bisschen lebensmüde sein. Hier ist das Ganze. Groß und klein, gut zu sehen. Ich glaube, hier war auch letztens wieder irgendein Wettkampf für die Weltmeisterschaft, Qualifizierung oder sowas. Na gut, dann hat man das auch gesehen. Hoffe ich. Tja, und wenn es am schönsten ist, soll man mal aufhören. Deswegen werde ich jetzt mal das Video hier beenden. Die schöne Straße ja noch genießen, bisschen runtergurken.
bedanke mich, dass ihr wieder reingeschaltet habt, mein Video angeklickt habt. Und wenn ihr jetzt noch ein Like da lasst, bin ich euch zu großem Dank verpflichtet. Motiviert mich ein bisschen. Und mit einem einfachen Klick auf den Like-Button ist das schon getan. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Wann das sein wird, weiß ich noch nicht. Peace, ich bin raus.